Pilot at OMR. Digitale Vordenker im Gespräch. Max, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier bei Pilot. Wir freuen uns riesig, dass du da bist und wir über dein Produkt, deine Strategien und die Entwicklung, die mein Müsli noch machen wird, sprechen können. Kurz mal in den eigentlichen Müsli-Markt reingetaucht. Da gibt es ja einen Anbieter da draußen namens Seitenbacher. Man kennt Seitenbacher sehr stark aus dem Radio. Ob man es nun mag unbedingt, ist die eine Frage, aber sie sind damit sehr erfolgreich. Ihr seid, so kann man fast sagen, die Antithese zu Seitenbacher. Also wie arbeitet ihr in Richtung Markenaufbau und Performance? Also ich glaube, grundsätzlich ist der Müsli-Markt, den natürlich alle hier aus dem FF kennen, ein großer Markt so und da hat jeder Platz, hat jeder eine Nische und das, wir glaubten eben damals, auf den ersten Blick ist das ja wie so ein Marketingprofessor aus den USA sagen würde, oversaturated, da gibt es eben ganz schön viel schon, aber wir haben eben gesagt, wir glauben mit so einem Mass-Customization-Müsli, da kann man noch reinstechen und das hat sich Gott sei Dank glücklicherweise bewahrheitet. Und wie gehen wir vor? Also ich glaube, und das klingt immer so platt auswendig gelernt, aber wir sind ultra produktfokussiert. Und wir glauben halt, wenn das Produkt lecker ist, das ist erstmal die wichtigste Voraussetzung. Das muss schön aussehen, aber das muss vor allem lecker sein. Es muss eine super Qualität haben, weil ich kann noch so mir so tolle Dinge ausdenken und hier bla 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 und über Multichannel und so reden. Wenn am Schluss dann jemand sagt, ah cool, jetzt probiere ich das mal und dann sagt, dann hat das alles nichts genützt. Also Produkt first und dann kommt irgendwann der ganze Rest. Das finde ich insofern spannend, als dass natürlich der Konsument derjenige ist, der halt den Umsatz treibt, völlig klar. Und man fragt sich ja immer nach dem berühmten Warum. Also auch in jeder Marketingvorlesung oder auch in Strategien sprechen wir sehr häufig über das Warum. Warum kaufen wir eine bestimmte Marke? Und Marke kommt vor oder nach Produkt? Das ist ja immer so eine große Frage. Wie spielt das zusammen? Das heißt, du sagst, Produkt ist dein Hero, aber hat das trotzdem parallel noch eine Markenkomponente oder ist es wirklich Hauptsache erstmal ein Trial generieren und dann habe ich die Menschen? Naja, um einen berühmten Bully Herbig-Film zu zitieren, das ist ja immer die Gesamtsituation. Also du kannst ja nie das eine vom anderen trennen. Also klar, und am Schluss ist es ja ist es natürlich irgendwie, wie sieht das aus, wie ist das Marketing, wie ist meine Service-Erfahrung, wenn ich in so einen Müsli-Laden reinkomme, wie ist die Webseite. Jeder bei uns im Team hat irgendwie das gleiche Ziel, ja, dieses super leckere Müsli zu produzieren und jeder leistet auch einen gleich wertvollen Beitrag und das finde ich cool, weil nur die Summe aller Beiträge dann wirklich auch zum Erfolg führt. Das heißt, das Thema Konsument steht natürlich trotzdem irgendwo dahinter, weil die verwenden eure Produkte und das klang heute ja auch schon an vielen Stellen an. Wie geht man mit den Konsumenten um in Bezug auf ihre Wünsche? Also das heißt, welche Interaktionen hat man? Wie tauscht ihr euch mit euren Konsumenten aus? Wie kommt ihr wieder dazu zu sagen, hey, nicht nur, ja, das wurde am häufigsten verkauft, aber warum sind es denn doch die Himbeeren und nicht die Brombeeren? Also die Produktentwicklung dahinter, die sind ja customized, wenn man so will, ne? Genau, also ich glaube generell, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, guckt man, ob großes oder kleines Unternehmen, ja immer viel mehr mittlerweile darauf, wer ist eigentlich mein Kunde, was will der eigentlich? Ja, es ist nicht mehr wie früher, dass man so beleidigt ist, jetzt habe ich mir so ein schönes Angebot ausgedacht, jetzt kauft es aber keiner, das ist ja unverschämt. Also, und das finde ich gut und klar, für ein Startup ist es oft selbstverständlich, ja, deswegen schaffen Startups ja meistens so eine Nische noch schneller dann zu erobern, aber sie müssen aufpassen, wie wir auch, dass wenn sie dann größer werden, ja, dass sie nicht die gleichen Fehler machen und auch total einfach nur noch ihr Programm abspulen. Mhm. Aber wir sind super kundenorientiert, klar. Mhm. Ich glaube, am allerwichtigsten, unser wichtigster Neukundenkanal ist, wenn du zu mir sagst, du, ich habe mir da ein Müsli gekauft für mein Müsli, das ist richtig lecker, das sollst du auch mal probieren. So, das muss das Ziel sein. Pilot at OMR. Digitale Vordenker im Gespräch.